Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Blaze. Heute spielen wir wieder No Man's Sky im Permadeath, also dauerhaften Todmodus. Und ja, ich muss erst mal gucken, wo wir überhaupt dran sind. Wir hatten uns einen neuen Jäger gekauft. Stimmt. Setzen wir uns doch mal da rein in die Kiste. Der hat einen Phasenstrahler. Okay. Startsystem Ladegerät. Effiziente Düsen. Könnten wir ja alles mal umsortieren. Schon gerade hier sind, ne? So. Jetzt kann eigentlich alles erstmal da drin. Dann hat man auch mehr Platz für andere Sachen da unten zu bringen. Erstmal. Antrieb und Protonenkanone. So, wir haben keinen Raketwerfer. So. Den hätte ich auf jeden Fall gern. Und die großen Raketenrohre, wenn das möglich ist. Das können wir am Terminal, das können wir auf der Raumstation. Und den. Moment mal, was ist das denn? Brauchen wir das da überhaupt? Eigentlich nicht, ne? Die nicht lineare Optik wäre nett. Ja. Ja, muss man erst fertig bauen, okay. Naja, macht ja nichts. So, was hätten wir dann noch hier? Ja, ein Positronenwerfer wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, oder man lösen das hin mit der nicht-linearen Optik, ne? Und ich auch noch nichts drin gemacht. Also Raketenwerfer, dann die großen Raketenrohre, jawohl. Dann ein Positronenwerfer. Und das Gerät hier. Kann man die Photonenkanone eigentlich zerlegen? Nein. Bevorstehender Sturm. Habt's ja all gehört. Ein Sturm steht bevor. Tja. 7% Schildstärke, also. Dann bleibe ich bei meinem Teleportempfänger. Also, was brauchen wir da noch überhaupt? Also, Antimaterie. Uran. Kabelbäume.
Kabelbäume brauchen wir. Was haben wir hier denn noch? 38 plus 12 Jäger. 38 plus 12 Jäger. Wenn hier öfters vor so kommen. Mal hier noch. Nichts, was ich sehen könnte. Klasse B, 44 plus 7. Puh, ist auch nicht schlecht. Das hier? A, 30 plus 4. Tja. Und hier der? 26, 2. Naja. Fliegen wir mal mit dem Teil ein bisschen auf die Raumstation. Raketenwerfer, Photonenkanone. Ah, der ist auch noch nicht fertig. Achso. Hier unten ist noch was. Ein Wegpunkt, sonst nix. Naja, dann. Oh, bin ich mal sicher. So, wie sieht dann die Kiste hier von außen aus? Da würde mich schon auch mal interessieren. Ja, kann man da auch irgendwie, mal sich das so angucken, ja. So frei bewegen ist nicht, ne? Ja, mit Alt, ja, mit Alt kann ich ein bisschen. Aber auch nicht so, wie ich das will. So. Fotomodus, geht das? Hier ist er, The Nose. Der Rudolf mit der roten Nase hat ein Raumschiff mit der roten Nase. Sieht doch ganz nett aus, ne? Dann machen wir uns mal zur Raumstation. So ein klasse A-Teil ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Könnte man ja mal voll ausrüsten. Was hat der dann überhaupt hier für Module? Ups, Alter! Hey, haben wir das noch nicht gesammelt? Was hast du dann Gutes für uns? Upgrade-Module kaufen. Positronen. Photonenkanonen. Hat auf jeden Fall ein Positronen-Modul. Das ist ja gar nicht so schlecht. Aber ich brauche ja was anderes. Hier ist noch so ein
ein Reisender gewesen hier. Ja. So, wir haben gebraucht ein instabiles Plasma. Gucken wir mal. Dann wollen wir doch mal schauen. Ein Kabelbaum. Zwei, drei. Drei Kabelbäume. Ne. Zwei. Fünf. Sechs, sieben. Acht. Acht Kabelbäume. Also. Kaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Aber sonst ist alles klar. Drei instabiles Plasma brauchen wir noch. Drei instabiles Plasma kaufen. Da, 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 da. So. Schon wieder das Falsche. Mal gucken, wie oft das noch passiert. Also, ich klicke jetzt auf das hier, ne? Dann kommt was anderes. Okay, jetzt klicke ich auf das hier. Dann kommt was anderes. Das gibt's doch nicht. Vielleicht so. Ach du Mist. Das gibt's doch nicht. Jetzt vielleicht. Ah, danke. So, und jetzt hier nochmal das Upgrade. Ja, doch nicht auf jeden Fall draufgeträgt. Also. Ach, No Man's Sky. Ist mal nochmal eine Freude. Eine Freude hier. Seltenes Metallelement. Können wir das jetzt herstellen? Gehen wir davon aus. Nein. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Missionen durchsuchen. Nee, bitte nicht. Oh, okay, dann nicht. Können wir dann Treibstoff herstellen? Die Materie Gehäuse. Antimaterie. Obzelle ins Raumschiff. Das bräuchte man noch ein bisschen was. 1, 2, 3, 4. Werden wir nicht gebraucht. Das haben wir auch nicht gebraucht. Sehr schön. Was macht er, der Kleine? Ja. Raumschiff, Technologie, Hyperantrieb, aufladen. Pulsantrieb, aufladen. So, dann gehen wir mal auf unseren Frachter. Steht ja noch hier und die Flotte ist zurückgekehrt. Das ist noch besser.
ein Hauptschiff. Keins von meinen Schiffen anwesend? Tja. Was soll man da sagen? Da wollen wir die doch mal abholen, falls da... Ah, da ist noch ein bisschen Platz. Ach, Besprechung. Das ist schon mal gut. 4700 Lichtjahre waren hier unterwegs. Units. Ne, Kampfpatrouille gemacht. Units. Irde Sitz. Straßengötter Bronze. Units. Geode Sitz. Und das war's. Bin ich mal gespannt hier. Ja, 4,5 Millionen Units haben die mitgebracht an Kopfgelder. Das kann Sinn, dass wir die jetzt nicht mehr abgeben können. Dann schauen wir mal. Und zwar ist Scanner beschädigt gewesen. Oh doch, das geht. 1500 Lichtjahre. Irdesit, aktiviertes Kupfer. Aktiviertes Indium. Geodesit. Units. Korvax-Konvergenzwürfel. Und wir sind wieder zurück. Achter. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Immer noch Platz. Units. Gravitoball. Units. Eiweißperle. Vikenbildnis. Wirbelwürfel. Units. Paar Units. Units, noch mehr Units und fertig. Dann wollen wir doch mal. Und noch 3 Millionen Units. Den Kram, den wir nicht brauchen, verkaufen. Frachterinventar. Ja, da haben wir viel von dem aktivierten Indien. Irdesit brauche ich nicht. Straßengötter Bronze brauche ich nicht. Geodesit brauche ich nicht. Gravitoball brauche ich nicht. Eiweißperle weg. Wirbelwürfel weg. Vekenbildnis kennt man der Vekengen. Korvax-Konvergenzwürfel kennt man der Korvax andrehen. Ja, eigentlich mal eine Idee. Die holen wir mit in. Der Exo-Anzug, so. Tritium. Sondern da unsere Bestände. Aha. Das muss hier. Exo-Anzug. Genau. Die Wasserstoff, ja. 100 Tonnen, da gibt man ja noch ein klein bisschen. Das ist ja gut, Ja, noch ein bisschen was dabei machen. So, die Herren, da wollen wir mal ein bisschen
bisschen Treibstoff auf grad, dass wir ja die Flotte wegschicken können. Könnten. Da haben wir so viel von dem Zeug. Ja. Weg damit. Das machen wir. Wikin-Bildnis. Ja, müssen wir irgendwelchen Wikin andrehen hier. Wir könnten uns mal ein klein bisschen aktiviertes Indium abgreifen. Zwar könnten wir da ja mal chromatisches Metall draus machen, zumindest ein bisschen. So, und aus dem chromatischen Metall machen wir ein bisschen Kupfer. Bräuchten wir ja nur noch ein bisschen von dem. Wie? Geht das nicht? Oder Kupfer dabei? Gibt Kupfer? Naja. Ja, hallo, Navigator Givati. Wie geht's? Brandneue Expeditionen. Ah, die gute Kampfpatrouille ist mal wieder dabei. Achso, da wäre ich doch dabei. Das hat sich doch gelohnt. Wie sieht das so aus? Ah, das sind ja schon drei. Das ist sehr schön. Schickt man noch einen mit. Das finde ich schon gut, ne? Und ein B-Unterstützer und ein A-Unterstützer. Da könnte ja auch mal, ich mal ein bisschen mitgehen. Ja. Treibstoffflachter, mobile Unterstützungsplattform. Drei Kampfschiffe. Ja. Das können die tun. Hat Grinny hin. Die Kampfpatrouillen scheiden damit aus als nächste Expedition. Haben wir hier noch einen ausgeglichenen? Da sollten wir Erkunder, Industrie, Handel. Ein Erkunder oder ein Bergbauschiff. Ein Händler können wir noch mitschicken. Ah, man, sogar noch eine frei. Also Erkundung ist Tri, Handel, Handel. Schicken wir noch den mit. Wie sieht dann das aus? 50. niedrigste. Das schaffen die Leute. Und die letzte, die machen wir dann auch noch gerade. Da haben wir den Rest mit. Ah, man hat genug Treibstoff. Also, ja. Thank you.
Potenzielle Expeditionen an. Oh, da wäre noch eine Industrieexpedition gewesen. Ah, die habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Naja. Hätten ja kaum noch was gehabt. Expedition starten. So, mein Mikro war ja ganz falsch. Also, falls der Ton bis jetzt in Ordnung war, ich war's. Schiebt die Schuld mir zu. Lasst alles in den Kommentaren raus. So, jetzt habe ich nochmal gepennt. Jetzt hätte ich müssen da von der Fracht gar nichts wegholen. Echt, haben wir so viel Treibstoff verbraucht jetzt. Ah, ist ja unglaublich. Ja. Da müssen wir wohl nochmal ein bisschen shoppen gehen, den Next. Kupfer. Aber noch mehr Kupfer. Mache ich noch ein bisschen chromatisches Metall. So, dann gucken wir uns mal unser Vorrat hier an. Kupfer, chromatisches Metall. Ins Raumschiff. Sehr schön, das ist aufgefüllt. Wunderbar. Das heißt, wir könnten dann das alles verkaufen. Das hier verkaufen. Das behalten wir noch. Kabelbaum könnte man extra dazu machen. Von dem aktivierten Emerald haben wir echt nicht mehr viel. Von dem aktivierten Emerald haben wir nicht mehr viel. Ah, ich bin halt wieder so witzig. Raumschiff-Inventar. Weg. Frachter-Inventar, da kann man auch noch. 400 verkaufen davon. So. Schon wieder 78 Millionen. Frachter, wie sieht's da aus? Da haben wir den Rest ins Raumschiff im Moment auf. Platz. Wollen wir nochmal runtergehen und unser Salzvorrat abholen. Ja. Sind ja jetzt auch mal unser Raumschiff angekommen. Ich hätte auch ein bisschen was zum Shoppen gebraucht. Das könnt ihr doch nicht tun. Unsere Basis hier. Von mir entdeckt. Steht nicht, dass es nice wäre. Dann gehen wir mal auf unseren Planet Nice. Oder war das hier? Planet Nice. Oh, da gehen wir auch gerade hin teleportieren. Ja, so ein Teleporter in einem Frachter. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre etwas.
30 plus 4, 45 plus 7. Tja, wenn jetzt ein 48,8 gewesen wäre. Und ein netter Erkunder. Ah, nichts dabei. Also, der Teleporter ist doch hier, zwischen den ganzen Raumschiffen durch. Tschüss. Oh, ja. Weißt du, was du uns noch gehen könntest? Ein paar lustige Sachen. Für Navigationsdaten. Ich sag gar nicht, wo ich die alle hingezottelt habe. Ach, die Leine hier. Oh, das ist ja top. Dann kann ich die anderen ja auch noch gerade inlösen. Hey, ja. Muss ich dich jetzt für jedes Mordor anquasseln, hm? So, Observatorium, okay. Kaselbasis, was soll das denn sein? Müsste eigentlich unser Portalbasis sein. Die haben wir doch umbenannt. Seltsam. Hängt man hier schon mal im Ladescreen fest. Ja, das ist natürlich nochmal voll bis hin wieder. Ab in eine Frachter. Dann ins Raumschiff. Dann rufen wir noch ein anderes Raumschiff. In das Raumschiff rufen. Jawohl. Machen wir da auch noch was drin. Wie ist da kein Platz mehr? Ach, das sind die ganzen Planetenkarten. Die lebende Perle, Lagerbehälter-Inventar in den Lagerbehälter. Jetzt müsste ein bisschen mehr Platz sein. Ach, das war das andere Raumschiff. Das war der hier. Jetzt müsste er dabei sein. Oder ist der auch voll? Ach du. Das ist ja. Wir sind ja überall gut gefüllt, muss ich feststellen. Tja. Tja,
das hilft ja nichts. Da muss ich erstmal hier rüber und hier das Raumschiff ausleeren. Fahrzeuge rufen, Erkunder rufen. Ja. Da müsste ich ja dann erst mal ein bisschen von dem tollen Euer Ernst. Wo er jetzt da hinten steht. Und ich ist jetzt nah genug. Weil jetzt könnte ich ja von dem 200 Tonnen Frachtertreibstoff noch mehr herstellen. Ach, das hat er falsch eingeräumt, ne? Mehrere Sachen waren... Hier. Genau. Und das hier, was noch da dabei ist, ist Stromkristalle. Die machen wir hier dabei. Wo hängt's? Wo ist das alles? Sturmkristall ins Hauptinventar. So. Da auch nochmal im Raumschiff Stickstoff. Ob der jetzt richtig gelandet ist. Sehr schön. Nee, ist ja nett. Warum nicht? Warum nicht? Liebes No Man's Sky. Warum? So, jetzt Fregattentreibstoff. 200 Tonnen. So. Geht das jetzt immer so, hä? Ach, die Sachen, die zählen nicht mit, die hier sind. Oh Gott, oh Gott.
Stadtisch, wir müssten jetzt mehr Platz haben. Sehr schön. Das verkaufen wir doch gerade. Wenn das geht. Aus dem Raumschiff. Die machen es uns halt schwer. Die machen es uns echt schwer. So, nu aber. Nee, nur 150. Magnetisiert im Ferrit habe ich anscheinend alles überflutet. Mit Salz, Entschuldigung, mit Salz. Das gibt es immer noch ziemlich günstig hier. Also, haben wir jetzt hier alles. Kobalt in Exonzug und in Exonzug und in Exonzug. Ja. Fahrzeug rufen, Erkunder. Bitte, jetzt hier. Dies in der Erkunder. Alles drin. Na, da echt. Hier machen wir mit unserem Erkunder jetzt einen netten Sprung. Warum nicht? Wow, der sieht auch nicht schlecht aus. So. Ich muss mal ins Cockpit, glaube ich, oder? Mal versuchen es mal so. Ich kann mal irgendwas ins Visier. Das Ding nur soll ich verteidigen. Das wäre traurig.
Aber was wir machen, müssen wir machen. Ach, das war ein Feind. Oh, ein Wikin. Ja, warum nicht? Vielleicht ist es hier ein besserer. Achtung, Navigationsdaten empfangen. Ah, hier geht's drin, war doch der Große. Vielleicht will der Salz kaufen. Ich schande Laderaum voll Salz. Welche Salz an? Ich mach gute Preis. Naja, schauen wir uns das Gerät mal an. Hey, Admiral. Dark. Aha, klar, inspiziere ich das Ding. Vergleichen. Der ist ja tatsächlich besser. Aber man, zu wenig Geld. Im Moment. Oh, da gibt's sicher nicht. Der ist aufgebracht. Gucken euch an. Gucken euch an. Der gibt sich gar nicht mehr. Ja. Ah, das ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Geld raus. Das wäre ja gut. Dann ziehen wir gerade nochmal um. Wo haben wir denn geparkt? Darf er jetzt nur nicht, aus dem System hier sozusagen raus. Geht's noch nicht. Wie lange fehlt 8 Mille? Das wollen wir ja noch irgendwie zusammenkriegen. So, verkaufen aus dem Frachter-Inventar. 7,5 Mille sind das ja schon mal. Die nehmen wir. Und Raumschiff-Inventar, 1 Mille, die nehme ich auch. So,
gucken wir noch, was wir noch im Raumschiff-Inventar haben, was wir verkaufen können. Naja, der gehört hier uns. Ach, der hier hat noch so viel Platz, ne? Er hat auch noch Salz geladen. Genau. Dann gehen wir mal nochmal hoch. Ui. Verticken wir das auch noch für einen schlechten Preis. Tja. Was sollen wir auch sonst tun, ne? Was sollen wir sonst tun? Muss ich das hier auffallen und was haben wir hier noch? Fregattentreibstoff. Der wäre noch was wert. Wie ist denn das jetzt da hinkommen? Nice. Gratis Kram. Wer grad gratis Zeug kriegt. Okay. Also, ja. Ja. Schön. Oh, Platin ist auch noch angekommen. Also. Das ist toll. Es kommt noch irgendwas noch. Also. So, Fregattentreibstoff wollte man noch ein klein bisschen was verkaufen. Kaufen, Fregattentreibstoff, das doch reicht. 17. Wer ist denn mit 7? Reicht das dann? Ja, das sollte doch reichen. 88 waren 317 im Platin. Platin. Wo ist denn nur hin? Exo-Anzug, ja. Gucken wir nochmal in die Wunderkiste. Es kommt nichts mehr noch. Okay. Dann bauen wir es ab. Können wir da nichts abbauen? Z, löschen, löschen. Gehen wir wenigstens ein bisschen was zurück. Hier war da noch etwas drin. Nö. Z, löschen, löschen, löschen. Und löschen. Ah ja, das dachte ich mal. Das habe ich mir doch fast gedacht.
Noch die drei Räumchen weg. Mehr haben wir hier nicht gehabt, ne? Z weg. Oh, ne, den brauche ich noch. Den weg. Und den da weg. Und zu euch sage ich noch Tschüss. So, Navigator, Oxmalay. Es war schön mit euch. Da freust du dich, ne? Mit ihr, Admiral. Wir haben immer gut für mich gekämpft. Vielen Dank. Bis bald, Navigator. Man sieht sich. Ups. So, dann hoffen wir mal, dass das Angebot noch steht. Ach, da inspizieren. Natürlich möchte ich das Gerät inspizieren. Ja. Oh, er ist sehr aufgebracht. Er ist wirklich sehr aufgebracht. Oh, wir verbessern uns sogar von Klasse C auf Klasse B und mehr Plätze. Also, gar nicht mal so schlecht. Eintauschen. Ja, Herstellungspunkt gespeichert. Okay. Salutieren. Ja, da richten wir uns doch einfach direkt in. Also hier ein Lagerraum. Na, erst ein Terminal hier. Zitz. Das allgemein. Ach, der passt jetzt auch mal hier hin. Ach, das ist ja wunderbar. RT. So. Kann man die auch so setzen, dass das schön aussieht? Nö. Die passt jetzt einfach so. Dann setzen wir die hier hin. So. Zack. Wollte ich noch einen Frachterlagerbehälter haben? Ja, hier. So. Dann kann ich doch nämlich weiterhin mein Zeug lagern. Sehr schön. Ein Speicherpunkt. 3-bar, Speicherpunkt und abstellen.
So, Natriumnitrat ist fast voll. Natrium ins Hochleistungsinventar. Silber, Frachtsilber ist voll. Also weg damit. Gold. Okay, so, weg damit. Ins Raumschiff. Ins Raumschiff. Das ist ja noch mehr. Ins Raumschiff. Ins Raumschiff mehr? Ne, hier Silber, oder? Ja. Ins Raumschiff, ins Raumschiff, ins Raumschiff, ins Raumschiff und in den Lagerbehälter. Also erst in den Exo-Anzug und dann in den Lagerbehälter. Das in den Exo-Anzug und das in den Exo-Anzug und im Raumschiff den Rest verkaufen im Raumschiff und zwar das und das und das ganze Platin und das Silber und das reicht. Jetzt sind wir arm. Jetzt sind wir arm. Ziemlich arm. Tja, so ist es. Ach, wir hätten ja noch hier Kontrollräume gebraucht. Ich hätte mal doch sollten ein bisschen Silber behalten. Frachter, Kontrollraum, Flottenkommandoraum, wie auch immer. Wo ist denn der Eingang? Hier wäre der Eingang, ne? So. Die lassen sich nicht mehr dahin bauen, wo sie mal waren, ha? Tritium fehlt uns. Ach so. Da hätte man ja auch denken können dran. Jetzt kommen wir der Sache wieder näher. Ach, da kann man direkt zwei hinbauen. Da muss ich ja nicht mehr so weit laufen. Vielleicht hier noch einen hin. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Die Flotte hier ist 8 drin. Ja. Da hätten wir ja schon alles. Nehmen wir das Tritium wieder zurück. Gucken noch, was hier drin ist. Antimaterie. Mikroprozessor. Was haben wir dann bekommen? Ein Mikroprozessor an die Materie. Dann haben wir noch ein Kohlenstoff-Nanorohr. Dann haben wir noch ein... So, dann nimmt da auch keinen Platz weg. Auf geht's zur Raumstation. Jetzt ist hier... Alles leer, sehr schön. Moment, 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 da ist gerade ein sehr schönes Schiff gelandet.
Na, wo ist es? Ein Exot. Ja, ich würde mir das gerne mal angucken, aber ich kann es leider im Moment nicht kaufen, weil meine Schiffe nicht im Hangar sind. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Boah, der wäre echt nicht schlecht gewesen. Der wäre nicht schlecht gewesen. Er kostet auch nicht viel. Oh, ich habe im Moment kein Geld und ich habe nichts zum Tauschen. Oh, nein. In Gelb. Komplett in Gelb. Tja. Was soll man machen? Die Abstraktwerke von Biokai. Oh, lass uns mal ein Foto davon machen. Ah, ja, die Sonne. Die abstrakten Werke von Biokai. Einstellung ändern. Was kann man hier machen? Nicht viel, ne? Die Objektiv. Ach, okay, was ja. Bildschirmfilter, altmodisch, lebhaft, Standardfilter, Medpro. Finde ich den Standardfilter eigentlich noch ganz nett. Shift-Menü ausblenden. Tja. Wäre mir nett gewesen. Der wäre nett gewesen. Aber dafür meine Jäger jetzt intauschen. Nein, nee. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber hiervon könnte man mal ein Bild machen. Hier kommen wir gar nicht genug weg. Hier kommen wir gar nicht genug weg vom Schiff. Haha. Sind das hier zwei kollidierende Planeten? Muss ich doch mal hier gucken. Blau-rot. Passend zum Raumschiff. Ey, das muss man auch erstmal hinkriegen. Rotieren? Kann man das? RT? Nee, kann man hier nicht. Ja, das ist doch mal ein Motiv hier. Ich mache uns mal ein bisschen Mühe. Ich versuch's zumindest.
Koordinaten sind drauf, Wiener Sinn, falls noch dran wollen. Jetzt zu dem kollidierenden Planeten. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Mal gucken. Auf jeden Fall gehe ich mir die mal näher angucken. Frierender Planet. Also mal kurz hin hier. Ach, die sind gar nicht so nah aneinander. Das sieht nur so aus. Ah. Metallüberzogener Planet. Und Satanie. Oh, komm nur her. Komm nur her. Ich bin bereit. Mal darum kümmern, dass der so ein Upgrade kriegt hier. Für den Positronenwerfer. Aber haben wir im Moment wenig Nanit dafür. Und geht auch so. Jetzt muss ich halt nur ein bisschen gedulden. So, die Raumstation, die war hier. Ja, wir könnten das hier auch mal noch benennen. Rudolf 39 System. Jetzt noch ein Multitool haben, dann fliege ich auch richtig fort. Ein gutes Mensch, ein gutes Multitool. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, Klasse C. Ich habe doch gewusst, dass da ein Haken ist. Ah, oh, da gibt es noch Anzug-Upgrades. Tja, wenn die mir jetzt die 1 Million Units abziehen, dann sieht's schlecht aus. Ah, das ist immer noch gratis. Was gibt's denn Gutes für mich? Hm? Zum Verkaufen haben wir nichts da, ne? A, B, Schildmodul S, Bewegungsmodul S, Schild, Giftschuss S. Nicht alles schon, brauche ich nicht. Du? Was hast du? Du hast einen sehr roten Kopf. Raumschiff, Schild S. Inframesser S. Okay. Speicher ich mal eine Runde.
Und da würde ich sagen, sind wir für die heutige Folge auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf.